Mono de Trimax hier. Heute schauen wir uns einen richtig krassen Mobile-Spieler an. Der wurde, glaube ich, heute Erster und letztes Mal irgendwie Vierter oder sowas. Er hat da ordentlich Preisgeld mitgenommen. Ich bin super drauf gespannt. Ich möchte sowieso gerne mal. Es gibt jetzt ja jeden Mittwoch ein Turnier nur für PlayStation, ein Turnier, glaube ich, nur für Xbox, ein Turnier nur für Mobile und Switch und ein Turnier nur für PC. Und er standet da ziemlich gut ab. Schauen wir gerne mal rauf. Wenn euch so welche Reacts gefallen, dann könnt ihr gerne den Zweitkanal kostenlos abonnieren. Team Try. Da haben wir das Ganze drin. So, dann schaue ich mir das mal an. Also das ist alles auf Mobile, einfach mit Touch. Ist halt unglaublich geil, dass es so welche Mobile-Turniere gibt als Mobile-Spieler. Weil normalerweise, wenn du ein heftiger Mobile-Spieler bist, spielst du gegen die PC-Leute ganz normal. Aber hier muss er ja komplett rasieren. Wenn du auf diesem Level spielst und deine Gegner, Digga, was wollen die da machen? Wie macht man das mit Mobile? Der wird mich so im 1 gegen 1 zerstören. Ich würde gerne mal eine Handcam sehen. Digga, die armen Gegner, die Gegner sehen aus wie normale Mobile-Spieler. Vor allen Dingen Boden und Dach und dann aufmeditieren, der mit scheiß Fingerkuppen über ein Touchscreen gleiten. Er spielt mit 6 Fingern. Der, ich würde echt. Ich würde echt mal sehen von außen, wie das aussieht. Mit einer Handcam. Wie geht das? Du, Übung. Der macht halt unendlich bessere 90s als ich. Aber auch die armen Gegner, die denken doch, der hackt. Die denken doch, der hat irgendwie. Der spielt auf PC. Die denken, ich spiele gegen den PC-Spieler. Wo ich habe ja damals selber Mobile gespielt, ne? Ist das? Man kann Maus und Tastatur ans Handy anschließen, das stimmt, aber das erkennt das Game und dann spielst du nicht in Mobile-Lobbys, sondern dann spielst du in PC-Lobbys. Genauso wie mit Controller. Schon öfter gesehen, dass die Mobile-Leute auf dem iPad zu spielen mit mehr als 5 Fingern. Krank. Der, ich würde gerne mal ein 101 gegen die machen. Ich würde gerne mal eine Handcam sehen. Filler Müsli, du bist ja auch gerade im Chat. Erstmal riesen Respekt dafür und Glückwunsch zu den 700 Tacken, die du einfach im Turnier mitgenommen hast. Da hast du ja gute Chancen auf weiteres Geld, ne? Also wenn du einmal auf so einem Level bist und das läuft jetzt über Wochen hinweg, diese Mobile-Turniere, du gewinnst immer wieder ein paar hundert Dollar. What the fuck? Das ist unglaublich heftig für das Spiel. Ich würde gerne mal 101 gegen dich machen. Wenn du mal eine Handcam anschließen kannst. Mach ein Video von deiner Handcam, wo man deine Flossen sieht, ja? Und dann würde ich auch gerne mal ein Creative 101 gegen dich machen und so richtig auf den Sack kriegen vom Mobile-Spieler. Mit 700 Dollar Earnings würde ich mir doch einen PC kaufen. Nee, wenn man so spielt, nicht. Lol, wie instant der auch das Dach geplaced hat, um der Falle auszuweichen. Digga, wenn ich so auf Mobile spielen würde, ich würde mir nie wieder einen PC oder eine Konsole kaufen, Alter. Ich würde einfach. Das ist doch so geil, es gibt dann keine richtigen Schwitzer als deine Gegner. Ist das ein Deutscher? Ja, ist ein Deutscher. Wie alt bist du, Fledermüsli? Er Brett. Den Instant getroffen. Das ist halt sau clean. Wir sehen das jetzt so als Fortnite-Spieler, ja gut. Alles chillig. Aber hat ja auch viel weniger FPS. Ja, ich muss mir vorstellen, wie die Gegner irgendwie so ein Handy in der Hand halten und da irgendwie versuchen, irgendwas irgendwie noch sich zu verteidigen und er sie einfach so weglöscht. Krank. Ja. Es ist halt einfach.
Ja, es ist halt einfach derbe gut. Vor allem, es gibt ja immer die Diskussion, Controller-Spieler haben Aim Assist, so ein Scheiß, und regen sich da auf. Aber dafür hast du mit Controller auch viele weitere Nachteile. Hier auf Mobile hast du ja noch mehr Nachteile. Du hast es ja noch schwerer zu editieren. Es ist brutal hardcore schwer, so wie er baut. Das können wirklich nur ganz, ganz wenige. Aber er hat ja den heftigsten Aim Assist überhaupt. Also er ist ja nochmal deutlich krasser als auf Controller. Na, das geht ja richtig dahin. Das heißt, wenn du so heftig bist und dann noch so einen krassen Aim Assist hast, kann ich mir das ganz schön böse vorstellen, dass du einfach selbst PC-Pros eventuell im Nahkampf, also ich meine, er trifft halt immer, ne? Das sind jedes Mal Headshots, das sind immer 200er Bretter. Ich kann mir auch vorstellen, dass er das ein oder andere 101 gewinnen könnte gegen, keine Ahnung, gegen, weiß ich nicht, gegen Krasse. Also, dass er irgendwie ein 101 macht gegen, keine Ahnung, gegen Phyrex oder so. Und nicht, er verkackt es, klar. Wenn die jetzt Best of 10 machen, gewinnt Phyrex vielleicht 9-mal. Aber einmal könnte ich mir vorstellen, dass er gewinnt, weil er einfach die dicken Pumps raushaut. Gegen Rumatra. Ja, das ist ja doch geil. Er lässt mal eine Folge machen, aber nur, wenn er hier auch eine Handcam anschließt. Ich will einmal sehen, wie er auf Handcam zockt. Mit seinen 6 Fingern. Machen wir ein 101. Ich mache zuerst eins gegen ihn, dann auch Rumatra. Und wenn Rumatra 101 gegen Mobile wieder verkackt, dann lache ich ganz laut. Ist halt krass. Boah, ich würde mich... Es trifft halt jedes Mal. Es ist halt nie schlechterer Hit als 100. Also wenn jetzt... Fallen hier die zwei Leute gleichzeitig. Das ist halt... Seht ihr das? Er ist halt eine absolute Maschine. Und weiß diesen starken Aim Assist maximal gut zu nutzen. Lass ihn in der nächsten Runde Kill dich reich mitspielen. Ey, ohne Witz, ich würde ihn einfach in die Pro-Customs dazu holen. Wenn er Kills macht, ist lustig. Das würde ich voll feiern. Wenn er gewinnt, wird er wahrscheinlich nicht gegen alle anderen Pros, aber wenn er einfach dabei ist und auf einmal irgendwie dann Camo killt oder so, das wäre total krass. Digga. Der macht ja alles. Der springt, editiert, baut, aimt, schießt. Das ist total krank. Mit einem Touchscreen. Sau clean. Der armen Gegner. Das wird mich so abfangen. Oh, ich wäre so sauer, wenn ich Mobile-Spieler wäre und ich würde gegen ihn spielen. Ich würde, glaube ich, 3 Wochen lang ausrasten. Ich wäre die ganze Zeit pisst. Dass jemand so gut sein kann auf Mobile und dann auch noch genau gegen mich antritt, genau gegen mich faced in einem Turnier. Wie sauer werdet ihr? Also da hat er sich sein Preisgeld absolut earned und ich bin mir auch sicher, dass der gewinnt noch die nächsten Runden. Also der wird noch... Der wird halt noch... Ich meine, wenn er auf dem Level spielt und nehmen wir mal an, in den nächsten 20 Wochen ist immer wieder plattformübergreifendes Turnier und der erste Platz bekommt irgendwie immer 2.500 Euro und selbst der vierte kriegt noch 700 Dollar. Wie alt war Fledermüsli? Weiß nicht, 15? 14, 15, 16 in dem Alter? Und jeden Mittwoch dann ein paar 100 Dollar mitnehmen als Preisgeld? Digga, ist fertig. Feier ich. Bin gespannt, wegen Mobile gegen gute PC-Leute. Ja, lass den bei den Procasters mitmachen. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht gewinnen, gehe ich nicht von aus. Aber ist halt cool, dass wir ihm die Chance geben, dass er mit 60 FPS gegen Leute spielt, die 300 FPS haben. Und es ist halt lustig, wenn er den killt. Wenn er irgendwie, dass nicht Kalk dabei ist oder Robnik oder Lecci oder ich, keine Ahnung.
die Wahrscheinlichkeit ist ja da, dass er irgendeinen killen kann. Mit einem Clean Edit und dann einem One-Pump, ne? Und dann heißt es halt, was ist da los? Rescology wurde von einem Mobile Gamer gekillt. Sehr nice. Ich würde gerne mal ein 101 gegen dich machen, wenn du mal erstmal eine Handcam anschließt und dann auch noch 101 gegen Romatra, gegen Chef Strobel, keine Ahnung, habe ich Bock. Props gehen raus, feiere ich, dass man auf so einer Plattform so gut spielen kann. Zu wild.